Konstantin braucht einen günstigen, ausklappbaren Tisch, der in seine Ecke passt. Jedoch auch genügend Platz zum Abstellen bietet. Wo aber findet er den? Der ist ziemlich gut, den kann man so aufklappen. Aber der kostet über 1,2. Oh, bisschen über mein Budget. Konstantin entdeckt nichts Kaufbares, also heißt es, selbst ist der Mann. So. Ja, die ganzen Tische in den Läden fand ich jetzt nicht so toll. Irgendwie haben die mir nicht gefallen. Die passten auch gar nicht in die Ecke rein, die ich da habe. Und deswegen habe ich mir jetzt aus dem Internet eine gute Anleitung für einen coolen Tisch gezogen. Und jetzt gehe ich in den Baumarkt und kaufe die Sachen zusammen, die ich brauche. Und lass mich noch ein bisschen beraten. Das wird mein Tisch. Ah, fertig. So, Zuschnitt. Da müssen wir hin. Konstantin muss erst einmal das Wichtigste aussuchen, Holz für die Tischplatten. Aber bei der großen Auswahl ist er verwirrt. Ich glaube, ich frag mal. Hallo, moin. Konstantin, ich brauche einen Zuschnitt und ein bisschen Beratung. Ich möchte mir nämlich gerne einen Couchtisch bauen. Der soll hinterher so aussehen. Er entscheidet sich für Buche Multiplex. Ja, dann würde ich sagen, schneiden Sie mir doch bitte. Ja, kein Problem. Das können wir Ihnen genau auf Maß zuschneiden. Der Heimwerkermarkt verspricht, jeder kann alles für wenig Geld selber machen. Aber wenn man sich die Platten zuschneiden lassen kann, hat man bereits die Hälfte an Arbeit in der Tasche. Mit der Materialliste aus dem Internet kann er sich alles zusammensuchen. Das passende Werkzeug gibt es gegen eine Leihgebühr dazu. So kommt er im Baumarkt mit Holz, Zubehör und Leihgebühr auf 111 Euro. Für die Marke Eigenbau hat Konstantin jetzt alles zusammen. Aber ist er mit einem Profi vielleicht besser dran? Konstantin sucht im Internet nach einem Handwerker. Ich habe jetzt im Internet noch mal geguckt und ich habe auch einen ganz guten Tischler gefunden. Können Sie mir einen Couchtisch bauen? Ja, ich habe da so ein bisschen Vorstellung schon. Und der legt auch gleich nach dem Vorgespräch mit Konstantins Couchtisch los. Währenddessen? So, jetzt geht's also los. Ich muss einmal gucken, ob ich alles habe. Und zum Schluss? Rollen. Sieht einfach aus, aber schafft er es überhaupt, den Tisch nach Anleitung zu bauen? Nach sauberem Zuschnitt geht's auch beim Tischler schon mit dem Bohren los. Konstantin kämpft währenddessen erst einmal mit seinem Werkzeug. Der Tischler hat bereits die perfekte Lösung für den besseren Halt des Tisches parat. Bei Konstantin müssen Holzdübel reichen. Hier steht schon der Korpus, bereit für den Design-Kantenfeinschliff. Wird dann eben hier übereinander reingesteckt. Konstantin muss ohne Holzhammer selbst Hand anlegen. Korpus, fertig. In der Werkstatt hat der Tischler in 2 Stunden alles fertig und der schicke Couchtisch hat den Dreh raus. Nach stundenlanger Schwerstarbeit legt Konstantin mangels Werkzeug, das nicht auf der Anleitung stand, weiter selbst Hand an. Das Prachtstück steht, aber ist es genauso geworden, wie es sein sollte? So, nicht schlecht, ha? Kann man ein bisschen rausdrehen. Und wie steht's mit Preis, Leistung, Qualität? Ein Experte muss her. So, das ist mein Prachtstück, das habe ich ja gebaut. Und das habe ich vom Tischler bauen lassen. Eigentlich das gleiche Modell, bisschen anderes Holz, bisschen andere Ausführung hier und da. Und jetzt bin ich beim Profi. Das ist nämlich Kai, moin, auch moin, Tischler. Ne? Moin. Und du wirfst jetzt mal einen Blick drauf und sagst mir bitte ganz ehrlich, welchen du besser findest. Der Experte begutachtet die Funktionalität, Verarbeitung und Optik. Welcher Tisch liegt in der Bewertung vorn? Der rechte ist noch von Oberfläche recht rau. Das ist so dieser Grundschliff, der in diesen Fertigplatten drin ist. Der ist halt nicht weiter verfeinert worden. Und was auch ganz klar zu sehen ist, die Kanten zum Beispiel, die sind sehr scharfkantig. Also man kann sich dann verletzen. Fazit: Optisch schöner und besser verarbeitet ist der Tisch vom Handwerker. Konstantins ordentlicher Selbstbau punktet allerdings durch seinen günstigeren Preis. Am Ende also gleich auf zwischen Handwerk und Selbstbau.